Für Und mich ist es wichtig, wenn man sich jetzt was denkt, in welchem Kontext denke ich. Und meine Logik, die ich nur einseitig korrespondiert, wie ich das nenne, mit gewissen Seiten, mit gewissen Aussagen. Mir wird immer, wenn in mir einer auftaucht, der wo was äußert, ein von mir ausgedachter Mensch äußert was in meinem Traum. Wer äußert das ja? so. In meinem Traum, Ja. letztendlich in mir. Und ich korrespondiere mit dem, was er äußert. Das heißt, es erscheint mir logisch, fühle ich mich wohl. Sobald jetzt einer aber was äußert, was mir unlogisch erscheint, wird mein Reaktionssystem sofort wieder hochschwingen und ich werde mich schlecht fühlen. Unwohl. Und jetzt kommt es mit Holophilen, tauschen wir das aus. Leute, die wo was äußern, was ich kenne, langweilen. Von Interesse sind jetzt die Leute, die wo was äußern, was ich nicht korrespondiere, weil die erklären mir etwas, was ich vorher nicht gekannt habe. Ja, Damit natürlich. lerne ich neue Seiten von mir selbst kennen. Genau. Lass das auf dich wirken. Ich lerne neue Seiten von mir selbst kennen. Immer nur von mir Sagen wir selbst. natürlich wieder nur zwei Seiten. Es gibt eine dritte Seite, das ist jetzt, wenn du längere Zeit Ohrenbohrungen hörst, das habe ich so oft gesagt, dann scheint sich die Sachen sehr oft zu wiederholen. Das heißt, dann ist der Udo äußert irgendwelche Sachen, die du zu kennen scheinst. Und ich sage immer wieder dazu, wenn du jetzt in deinem Traum, du suchst ja nicht raus, was du machst, wenn du wieder ein Selbstgespräch hörst, wo was kommt, was du angeblich schon kennst, sollte dich das nicht langweilen, weil wenn du sehr genau aufpasst, mache ich immer, Ja. jedes Mal, wenn sich das wiederholt, eine winzige Kleinigkeit dazu, die alles in einen vollkommen neuen Bereich umkippen lassen kann, wobei wir jetzt wieder bei unserem Lafferpunkt sind. Ja, Ja. genau. Ja. Ja, Das genau. passiert digital. Ja. Ich bin jetzt für Neueinsteiger fast schon wieder drauf und dran, nochmal den Salzpunkt zu erklären. Diese Systemparameter, das V0. Ich mache es ganz kurz. Ich sage, du denkst jetzt ganz schlichtweg und einfach, da geht der junge Bursch zum Fenster. Das heißt, wir haben eine Glasscheibe hinter der Glasscheibe, Glas. Dahinter ist das geliebte Wesen, die Begehrte, das begehrte Wissen. Und jetzt willst du dich bemerkbar machen und du schmeißt einen Stein. Und wir sagen jetzt, der Stein, wir denken jetzt rein physikalisch raumzeitlich. Der Stein hat eine gewisse Geschwindigkeit, wenn du schmeißt. Und wir erhöhen jetzt konstant die Geschwindigkeit, die Wurfgeschwindigkeit von dem Stein. Bei einer Gewehrkugel nennt man Kugel, KGL nennt man das übrigens V0. Das heißt, unser System ist nur die Fensterscheibe. Das ist übrigens auch sehr interessant. Jetzt will ich aber nicht wieder rein und dir schauen, was hast du eigentlich Fenster? Da kann man dasselbe Spiel gerade machen wie mit Melech, Kolam, Lechem. Diese drei, wo man austauschen kannst mit dem Wort mit Fenster, musst du dasselbe machen. Kannst gerne mal heraussuchen, was das bedeutet, was dich wundern, was da für Wunder passieren. Auf jeden Fall, unser System ist nur die Fensterscheibe. Der Systemzustand, den nennen wir, die Scheibe ist einfach nur da, vollkommen geräuschlos. Also der fängt an, den Stein zu schmeißen und die Geschwindigkeit des Steins ist zu gering, dass die Scheibe, es ist zu wenig Salz in der Scheibe, wenn man das als Suppe betrachtet. Und dann kommt irgendwann einmal, wir erhöhen nur die Geschwindigkeit von dem Stein, wird Folgendes passieren, irgendwann einmal kippt es ab einer gewissen Geschwindigkeit, wie das Wasser ganz exakt bei dem und dem Luftdruck bei 100 Grad zum Kochen anfängt. Das ist der Übergang. Vom flüssigen Wasser zu gasförmig werden, passiert genau bei der 100. Wir sind wieder bei unserem Zentrum. Gasförmig werden. Physik ist reines Holo-Feeling. Ja. Ich will es nur erwähnt haben. Da jetzt die Formeln wieder anschauen, wäre auch interessant. Das heißt, in dem Moment, an einem ganz bestimmten Punkt kippt unser System, Glasscheibe ist da und ist ohne Geräusch um und es macht Dock. Wir erhöhen weiter die Geschwindigkeit. Das heißt, wir schmeißen stärker. Dann wird es doch lauter und wir haben ein stabiles System. Das heißt, wir tun Salz in die Suppe rein und die fängt an zu schmecken. Die schmeckt auch. Jetzt ist schon, wenn salzig, man kann Ja. es aber noch essen. Das Ja. ist dieses neue System. Glasscheibe ist da, ist heil und gibt ein Geräusch von sich. Und plötzlich kippt es wieder um. Dann macht es Klirr und die Ja. Glasscheibe zerspringt. Interessant, in ganz komische Dreiecke in der Regel. Man kennt das immer von den Stimmt. Comics. Ja, stimmt. Glasscheibe zerspringt in Dreiecke, D-Dreiecken.
Jetzt können wir die erhöhen die Geschwindigkeit. Wir haben ein neues System. Glasscheibe macht Klör und zerspringt. Zerspringen, SBR, ringen. Da haben wir das Volumen in Dreiecke. Wäre jetzt jedes Wort in dem Kontext interessant, sich mit Holofilling genauer anzuschauen. Ja. Und jetzt kommt wieder der Punkt, wo es versalzen wird. Das heißt, ab einer Geschwindigkeit kippt es wieder in ein neues System um. Es macht nicht mehr Klör, sondern es macht bloß noch Dock. Ja, durch. Die Glasscheibe bleibt ganz, aber plötzlich erscheint in der Glasscheibe ein kleines Loch. Das haben wir gerade auch schon gehabt. Denk an Lachen, die Lebensfrische. Jetzt haben wir den Punkt des Nichts, wo die Wellen des Glas, die Schöpfung von Raumzeit drumherum ist. GL, SAS. Ja. Die Welle ist das drumherum. Und in der Mitte haben wir das Nichts, den Punkt. Super. Und es macht Dock. Jetzt haben wir wieder einen neuen Systemzustand. Ich sage jetzt, ab jetzt hört es mit einer Logik auf, aber das geht unendlich fort. So wie du auch sagst, ich bin ein Säugling, ich bin ein Schulkind, ich bin ein Pubertierender, dann bin ich Erwachsener, dann werde ich ein Kreis und dann hört es bei dir in deiner Logik auf. Stimmt, ja. Stimmt, genau. Ja. Das geht aber genauso unendlich weiter. Nur auf deinem Programm ist das jetzt eben nicht mehr drauf. Genau. Du merkst, wie die Welt zu dir spricht, wenn man sie geistreich sieht. Es gibt kein größeres Geschenk wie Holofilling studieren. Ja. Dazu muss es aber in dir auftauchen und du musst es zuerst einmal die Reife haben, dass dich das interessiert.